willkommen zu meinem Videologbuch. Heute ist Freitag, der 9. Mai. Und ich möchte mit euch heute über Stress und Frust bei Hunden sprechen. Und zwar hatte ich letztens ein Gespräch mit einer Hundehalterin. Und da ging es darum, um meine Trainingstechniken und um meine Arbeitsphilosophie im Zusammenhang mit Stress und Frust beim Hund. Und zwar war sie der Meinung, dass ein gut erzogener Hund doch im Alltag, genau wie wir, Stress und Frust aushalten können muss. Und ob wir da mal schimpfen und rucken und den Hund ankacken oder auch einfach mal irgendwas werfen, wenn er was sein lassen soll, oder ruppig zu ihm sind, das machen ja Hunde schließlich untereinander auch, das sei schon okay. Man muss das nicht übertreiben, aber einen gewissen Stress und einen gewissen Druck und vor allem auch Frust muss ein gut erzogener Hund abkönnen. Ja, ich bin der Meinung, warum? Warum sollte das so sein? Es ist richtig, dass wir im Alltag Stress und Druck natürlich aushalten können müssen. Aber wir haben sehr viele Möglichkeiten, das zu kompensieren. Wenn uns beim Autofahren jemand stört und nervt, können wir hupen, können wir ins Lenkrad beißen, können wir schimpfen und so weiter. Wir haben jede Menge Möglichkeiten, Stress und Druck zu kompensieren und Frust abzubauen. Ja, wie ist das bei Hunden? Natürlich kann ein Alltag stressig sein, Frust auslösen. Im Prinzip zieht sich das durch den ganzen Alltag. Und natürlich erziehen wir unsere Hunde so, dass sie das aushalten können sollten. Den Alltagsfrust und den Alltagsstress und den Alltagsdruck. Also diese Sachen wie an jeder Ampel anhalten, nicht überall frei laufen dürfen, warten, bevor sie aus dem Auto steigen, nicht quietschen, wenn sie sich aufregen oder freuen auf den Spaziergang. Sie sollen auf ihr Futter warten. Sie sollen am besten nicht die Treppe rauf und runter ballern. Sie sollen nicht sofort hinter allem herrennen, was sich bewegt. Sie sollen warten. Sie sollen immer uns immer zuhören. Sie sollen immer abrufbar sein. Sie sollen sich immer hinsetzen, warten und bleiben, wenn wir das sagen. Sie sollen aus dem Hundespiel sofort abrufbar sein und so weiter und so fort. Im Prinzip stellt der Alltag so viele Erwartungen und so viel an die Hunde, dass sie gar nicht anders können, als den Frust irgendwie zu kompensieren, wenn wir ihnen irgendwas nicht erlauben, wenn irgendwas einfach nicht geht. Und ich denke mir, warum muss ich noch zusätzlich Druck und Stress machen? Warum stelle ich mich hin und nur, weil mein Hund gerade nicht das tut, was ich von ihm möchte und von ihm erwarte, kann ich mit Stress und Druck auf ihn reagieren? Warum kann ich ihm nicht helfen, die Situation zu bestehen, positiv zu bestehen? Komm mal hier! Ja! Kam gerade jemand. Entschuldigung. Ja, ich denke einfach, das muss nicht sein. Ich muss dem Hund nicht zusätzlich noch Stress machen. Wir helfen unseren Hunden, Stress und Frust auszuhalten. Zum Beispiel, wenn sie sich auf den Spaziergang freuen, rumzufietschen. Das ist einfach nur fair. Im Prinzip können wir unseren Frust und unseren Stress total kompensieren, aber die Hunde, die dürfen das nicht. Die dürfen nicht auf dem Spaziergang in die Leine beißen. Die dürfen nicht oder sollen nicht rumquietschen, wenn sie ihren Hundekumpel sehen. Sie sollen nicht sofort irgendwo hinrennen. Sie sollen nicht irgendeinen anderen Hund ankacken, weil sie frustriert sind, dass sie nicht von der Leine dürfen. Sie sollen nicht Entschuldigung für den Wackler. Sie sollen nicht auf die Futterschüssel losstürzen und uns die halb aus der Hand reißen und dann warten, bis es das Futter gibt. All das, ja, sind Sachen, wie Hunde ihren Stress und ihren Frust kompensieren könnten. Aber all das dürfen sie nicht.
Das heißt, die meisten Punkte, die sie von alleine anbieten oder zeigen, um Frust zu kompensieren, erlauben wir nicht. Helfen ihnen aber auch nicht, eine andere Möglichkeit zu finden. Sondern setzen voraus, dass die Hunde einfach gar nichts tun. Das Problem ist, selbst nichts zu tun, ist ein Verhalten. Und meistens das Verhalten, was man am härtesten trainieren muss, weil die Hunde natürlich auch bestrebt sind, handlungsfähig zu bleiben und Verhalten zu zeigen und etwas zu tun. Na, ich denke, hier komm. Auf jeden Fall bin ich einfach der Meinung, dass wir anstatt noch mehr Stress, Frust und Konflikte zu erzeugen, einfach mal anfangen sollten, dem Hund zu helfen. Situationen, die er noch nicht bestehen kann, auch ein gut erzogener Hund wird sicherlich Situationen haben, neue Situationen zum Beispiel, die er nicht einfach so bewältigen kann. Etc. pp. Einfach aufzuhören, unsere Hunde einzukacken oder etwas nach ihnen zu werfen, weil sie ja ein bisschen Frust und Stress aushalten können müssen, sondern anfangen, ihnen zu helfen, es richtig zu machen. Anfangen, mit unserem Hund zu kommunizieren, ihm zu sagen, was wir erwarten. Das ist mein Ziel. So, und meine Frage ist jetzt einfach, wie macht ihr denn das? Wie helft ihr euren Hunden bei Stress und Frust? Haben eure Hunde Stress und Frust? Oder macht ihr einfach gar nichts? Das würde mich mal interessieren. Das könnt ihr mir in den Kommentaren hinterlassen. Okay, es fängt jetzt gerade an zu regnen. Ich glaube, Ami und ich sehen zu, dass wir nach Hause kommen. Ich hoffe, meine Gedanken sind angekommen und interessieren euch. Vielleicht wollt ihr ja mit mir darüber diskutieren. Das könnt ihr gerne machen. Ich würde mich darüber freuen, wenn euch mein Videologbuch gefällt. Dann hinterlasst mir doch auch einen Kommentar. Ich würde mich freuen, ob ihr noch weitere Videologbücher sehen, hören möchtet von mir. Dann mache ich natürlich noch weitere. Okay, ich wünsche euch noch einen total schönen Tag, ein wunderschönes Muttertagswochenende. Ich hoffe, das Wetter wird sich noch ein bisschen bessern. Hier ist wirklich Regen, Sonne, Sturm. Und deswegen bin ich auch nicht auf dem Video zu sehen, weil ich schon mehrfach unterwegs gewesen bin heute. Und das will ich euch einfach nicht antun. Okay, ich wünsche euch einen schönen Tag und würde sagen, bis bald. Tschüss.